Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglaudem zu einem weiteren App Let's Test mit dem Zwergenfürst. Wir spielen heute eine sehr bekannte App, Doodle Jump. So, werden sehr viele kennen, werden sehr viele gespielt haben. Es ist ein Spiel, was ich in meiner, sagen wir mal, Kindheit gerne gespielt habe. Oder auch nicht gespielt, sondern bei meinen Klassenkameraden gesehen habe. Dann war jetzt mal direkt spielen. Das, ja, für die, die es nicht kennen, Spiel Doodle Jump basiert halt wirklich darauf, dass man hier auf diesen Dingens nach oben hüpft. Ja. Auf so einem Mathematikblatt hinten dran. Ja. Und mit solchen Items dann auch möglichst schafft. Hier kann man schießen. Die Hindernisse zu bewältigen und nach oben zu kommen. Es gibt kein Ende. Es gibt nur einen Rekord aufzustellen. Bewegen muss man. Ah, Mann! Die Raketenjet verpasst. Bewegen tut man mit dem Handy links. Also links schütteln ist nach links und rechts kippen ist nach rechts. Ja. Ist ein Gelegenheitsspiel für zwischendurch, kann man mal machen. Ja, brauche ich glaube ich nicht mehr groß zu erklären. Und so stürzen wir ab. So. Da kann ich meinen Namen eintragen. So. Ja. Ich glaube, das war 5., 6. Klasse. Da habe ich das erste Mal bei meinen Klassenkameraden gesehen. Ich mochte das immer bei denen beim Spielen zuzusehen. Und dann habe ich mir auch gerne mal ihr Smartphone ausgeliehen, um dann mal eine Runde Doodle Jump zu spielen. So. Und war also quasi mein erstes Spiel für Smartphone. Ja, meine erste App, mein erstes Game auf die Handy. Quasi deshalb, weil ja erst wirklich relativ spät ein Handy bekommen habe. Warum habe ich relativ spät ein Handy bekommen? Relativ spät heißt, ich glaube, 2014 habe ich zu Weihnachten ein Smartphone geschenkt bekommen. Also mein Samsung Galaxy S3 Mini. Nicht das hier, sondern das, was mir geklaut wurde. Geraubt. Was sind denn jetzt für viele Monster hier? Davor hatte ich 2 Jahre lang so einen Nokia-Stein. Und ja. Warum das? Weil ich abgestürzt bin. Ja, ich hielt es bis dahin nicht für notwendig höher zu kommen als 20. Nein. Ich hielt es damals noch nicht für notwendig, ein Handy zu besitzen. So einfach war das. Ich bin schon immer irgendwie der traditionelle Typ,
muss ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte in dem Video, aber gut, jetzt habe ich es gesagt, ist ja nicht so, als wäre was Privates. Da es ja nicht privat ist, kann ich es sagen. Nein! Oha, die gelben Dinger, die hatten wir ja noch gar nicht. Die explodieren nach einer Weile. Und Raketenjets. Wuhu! Raketenrucksack. So, ich habe einfach gesagt, brauche ich nicht zum Glücklichsein im Leben. Ein Handy. Erst recht kein Smartphone. Ja. Verdammter Gruppenzwang. Irgendwann bin ich dann einfach... mit eingestiegen, weil jeder mittlerweile ein Smartphone hat. Selbst mein Opa hat ein Smartphone. Also, ja, wollte dann doch nicht ewig in der Steinzeit leben und also in der Nokia-Zeit. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich mich dann irgendwann zu einem Smartphone überreden ließ. Ja, und heute bin ich Let's Player. Verdammt, wie soll ich da hochkommen? Da war nur noch eins übrig. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Was sind das? You can drag these platforms around with your fingers. Okay, das hatte ich ja noch nie in meinem Leben. Nein! Und jetzt auch nicht. Hier mit dem Finger schieben können. Cool. Was ich nochmal schnell machen kann, ist hier, zack, da gibt es noch eine Piratenwelt, eine Ninja-Welt, eine Osterwelt, das ist noch nicht Ostern, eine Halloween-Welt, eine Space-Welt, eine Fußball-Welt, eine Taucher-Welt, eine Dschungel-Welt, eine Weihnachtswelt und eine Schneewelt. Weiter geht's nicht. Ich würde mal gerne die Ninja-Welt mit euch. Zack, da ist er. Der kleine Ninja-Dudel. Zack, Münzchen. Doink. Joa, ich würde mal gerne von euch wissen in den Kommentaren, ob ihr früher auch Doodle Jump oder gerade jetzt Doodle Jump spielt. Ja, fände ich ganz interessant. Was waren eure Spiele so in eurer Kindheit oder seid ihr noch ein Kind und spielt deshalb gerade solche Sachen? Dann würde ich gerne von euch wissen, welche Spiele ihr so spielt. Nein! So kann man übrigens auch verlieren. So, dann würde ich mal sagen... wie immer auf Twitter geteilt. Ist immer lustig, das im Video dann auch zu sehen, dass ich das dann geteilt habe. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir mit diesem Versuch den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Und ja. Abo da lassen, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und nicht das nächste Applets-Test verpassen wollt. Ah, ja. Gehabt euch wohl. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.